Im Porsche-Werk Stuttgart habe ich einen Porsche Taycan Turbo S abgeholt und bin damit 630 Kilometer über die Autobahn nach Hamburg gefahren. Im ersten Teil des Roadtrips habt ihr die ersten Eindrücke vom Taycan gesehen und ich habe auch schon einmal Vollgas gegeben. Dann ging es an die Ionity-Ladesäule Riedener Wald zum ersten Ladestopp, wo der Taycan mit bis zu 248 kW geladen hat. In diesem Teil, dem zweiten Teil des Roadtrips, geht's jetzt weiter nach Hamburg. Etwas, was mir auch auffällt im Range-Modus, und zwar mir persönlich unangenehm. Ich habe eben aus der Navigation, weil ich geguckt habe, versehentlich ein Zwischenziel gelöscht. Dann ist Folgendes passiert. Der Wagen merkt, dass ich zu meinem Endziel nach Hamburg nicht komme und nimmt mir hier Gas raus. Ich kann nur noch 100 fahren, obwohl ich ja noch gar nichts gemacht habe. Ich muss ihm jetzt erstmal erklären, wie ich wirklich fahren will. Also in diesem Range-Modus wird hier sehr, sehr stark eingegriffen. Im Moment komme ich, musste wirklich über einen gewissen Punkt rüber, dann geht es wieder weiter. Aber von sich aus limitiert er mich auf 100 km/h. Und zwar, sobald das Navi-Ziel raus ist, wumm, geht er runter, als hätte ich gebremst. Geht runter auf 100 km/h, weil er jetzt nicht weiß, was los ist und wie weit ich komme und wo ich überhaupt hin will. So, und jetzt fange ich das Ganze wieder von vorne an. Das fängt ein bisschen, ja, ich sag noch mal, also, ich fahre noch mal wieder nach Hamburg. Jetzt bin ich mal gespannt. 467 Kilometer sind das jetzt noch. Er würde mit minus 50 ankommen. Fahrmodus Range. So, jetzt nimmt er auch wieder das Gas weg. Nee, doch. Also er greift mir hier in die Kennlinie ein. Er fängt hier, er rechnet die Route wieder neu. Ich kann euch das nicht zeigen, weil ich im Moment keine Kamera habe, die da drauf zielt. Er will zur nächsten Ladestation. Bitte 263 Kilometer der A7 folgen. Bitte 107 Kilometer den Straßenverlauf folgen. Schnellere Route. Minus, zack. Und zack geht er runter in Eco. Die Route wird berechnet. Also ist unglaublich. Ihr habt jetzt mir eine andere Route vorgeschlagen, da würde ich dreiviertel Stunde sparen. Habe ich gesagt, die nehme ich. Und zack, ist das so, als wenn ich hier bei dem Auto auf die Bremse treten würde. Ich war eben bei 130, 140. Er schaltet auf Range und geht runter, zack, auf 100. Und jetzt hänge ich hier zwischen zwei LKWs. Nee, das ist nicht in Ordnung so. Das muss man anders lösen, bin ich der Meinung. Also so ein Eingriff hier ins Fahrverhalten. Also, ich stelle ihn wieder auf Normal. Jetzt fahre ich wieder schneller. 261 Kilometer der Möchten Sie manuell nach Ladestationen suchen? Nein, mach das gleich selber hier. Und weil ich keine Kamera habe, die auf das Zentraldisplay zeigt, fahre ich jetzt hier einmal ab, um euch das richtig zu zeigen. Also, so sieht mein Display aus. Ich habe hier unten 216 Kilometer Reichweite, sagt er mir. Der Akku ist so gut wie voll und das macht die Navi da draus. Sie sagt also wieder, er steht im Fahrmodus normal, da, normal, und er sagt mir, du kannst 47 Minuten schneller da sein mit 9% am Ziel, wenn du diese Route wählst. Und ich mache das mal, ihr seht hier noch den Modus normal, ich mache das mal und dann schaltet er automatisch um auf Range. Die Route wird berechnet. So, jetzt legt er sich hier sogar die Karten. Und da will er hin. Er will nach Hannover hin. Und bis hier komme ich im Moment mit der Reichweite. Da bin ich. Das heißt, im Moment hat er irgendwie ein Problem. Er legt sich die Karten. Er will mich runterdrosseln, bis diese Nase noch bis dahin will mir also wirklich die Reichweite oder die Leistung rausnehmen, damit ich diese Ladestation erreiche. Ich gucke mir mal manuell an, wo ein Ionity Charger ist, gebe den als Ziel ein und dann machen wir das. So, ich habe jetzt die Adresse vom Ionity Charger Lutherberg eingegeben. Er stellt mich auf Range. Das ist wirklich am Rande da in Kassel, am Rande dessen, was ich im Moment so machen kann, sagt er. 176 Kilometer, 250 stehen auf der Uhr. Im Range-Modus sollte das kein Problem sein. Da fahren wir jetzt hin. So, da bin ich in Lutherberg und ich zeige euch das mal.
Das ist der Stand, seitdem ich losgefahren bin, wobei ich so nicht losgefahren bin. Ich bin um 12.22 Uhr losgefahren und seit dem letzten Ladestopp 1 Stunde 46, fast 200 Kilometer, 110 Stundenkilometer im Schnitt, 31,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Nichtsdestotrotz, ich muss jetzt laden. Jetzt machen wir das Ding mal aus. Und die Kameras, Akkus leer sind, nehme ich euch jetzt hier mit dem Handy mit. Ist ein bisschen wackelig, aber ist so. Ja. So, zack. Mal hier hinein. Und die Karte wieder ranhalten. Und wir gucken mal nach der Ladegeschwindigkeit. Ein kleiner Blick, der Wagen hat 20% State of Charge, müsste also deutlich über 200 gehen. Ja. Ich tue mal so, als wenn ich weggehe, dann geht es schneller. Ne? Dauert ganz schön. Muss man beim E-Cannonball dann einrechnen, dass es ganz schön dauert. So, 22% State of Charge und hoch geht's. Volt. Und über die 200 Kilowatt. Ne, doch nicht. Komm, war es über 230. Ne. Hier bleibt er unter 200. Dann gucken wir uns das gleich nochmal noch mit an. So, jetzt habe ich mich erstmal wieder reingesetzt, denn draußen war doch ein bisschen frisch und ich hatte keine Jacke an. Also das Fahrzeug lädt, zeige ich euch hier unten auf dem großen Display. Wir sind jetzt schon bei 39% State of Charge. So richtig hat mir die Ladeleistung eben nicht gefallen. Das habt ihr ja gesehen auf dem Display. Wir gehen aber nochmal raus. Mal sehen, wo wir jetzt sind. Nee, hier ist er tatsächlich bei 150 im Moment. Das ist hier Lutherberg. Hier steht ein Ionity-Ladepark mit 6 Ladechargern hier. Da sind noch 2, die noch kommen werden, 1 und 2. Ich stehe hier an der 3. Da hinten ist eine 4, 5, 6. Und dahinter ist der ganz neue Tesla Supercharger-Ladepark. Der war vorher, glaube ich, da um die Ecke, also da hinter der Totalstandstelle, da waren die Tesla Supercharger, die sind da weg und anscheinend sind die jetzt alle hier. Ja, hier steht er nun an Ionity. Mal gucken. Jetzt gebe ich als nächstes den nächsten Ladestopp ein. Das Porsche Lademanagement habe ich abgeschaltet. Ich gebe den nächsten Ladestopp ein und lasse mich da hinführen und dann geht's ab nach Hause. Ja, und er hat mir hier, damit ich mein Ziel erreiche, weil noch bin ich nicht im sicheren Hafen, noch ist der Kreis auf der Navi kleiner als bis zum Ziel, hat er mir hier automatisch 100 Stundenkilometer reingewirkt. Auf meinem Display steht Auto Max 100. Das ist wieder das, wo man sagt, gehe ich nicht ganz so mit konform, in so einem Porsche Taycan jetzt mit 100 Stundenkilometer unterwegs zu sein. Aber ich will ja den Ladestopp hier vermeiden. Ich könnte allerdings in Rüden noch mal kurz laden, mir noch kurz ein bisschen Strom holen und dann wäre das egal. Das machen wir ganz einfach. Ich stelle den ganz einfach auf Normal, von Range um auf Normal und jetzt beginnt hier die Rechnerei wieder. Die Route wurde geändert. Und da taucht jetzt sofort eine Ladestation auf. 23 Minuten muss ich hier noch chargen an einer Ladestation. Und das, was mich hier so ein bisschen stört, ist, dass bei Details hier wieder nicht steht. Batterieladung bei Ankunft, Ladedauer, Ankunft, Entfernung. Aber steht nicht welche. Na, das muss ich dann schnellere Route. Nein, ich will nicht. Da soll ich nochmal laden und das ist Wedemark. Was ist denn das? Wedemark
150 kW Ladestation. Ja gut, die nehmen wir dann. Nehmen wir Wedemark. Verlassen uns mal drauf, fahren im Normalmodus. Im Range-Modus mit 100 km/h, das fände ich jetzt ein bisschen wenig. Aber nochmal, das ist dieses Spiel bei Porsche. Ich nehme den Normalmodus raus, gehe auf Range und jetzt bitte 96 Kilometer der A7 fängt er wieder an zu rechnen und müsste mir im Grunde genommen den Ladestopp dann wieder rausnehmen. Bin mal gespannt, im Moment verändert er nichts. Aber er begrenzt mich wieder auf 100. Ich kann jetzt hier das Gaspedal ziemlich weit durchtreten, ohne dass ich schneller werde. 100, 100, 100. Fahre jetzt nur 100. Kann hier mit dem Gaspedal pumpen, wie ich will. Wenn ich es ganz weit durchtrete, dann reagiert der Wagen sofort. Aber zunächst mal merkt man, ist es richtig limitiert. Hier ist es egal, weil hier sowieso nur 100 Stundenkilometer sind. Da. Jetzt hat er mir praktisch wieder. Bitte 95 Kilometer der A7 folgen. So, jetzt hat er mir praktisch wieder die Ladestation rausgenommen und wenn ich so weiterfahre, wäre ich mit 0 da. Würde den also ziemlich genau runterrocken. So, jetzt sehe ich 37, das heißt, da wird er mir wieder eine Ladestation einfügen. Und das ist das, was mich stört. Der Wagen ist sehr, ich will nicht sagen hektisch, aber alle naslang rechnet er hier neu. So, das heißt, da ist Hamburg, da ist der Kreis. Ich komme also nicht nach Hause. Ich werde also schon noch mal laden müssen. Ich weiß nicht, was er hier von mir will. Ich fahre normal und wir fahren in Rüden noch mal raus. Rüden im Harz. Da fahren wir noch mal kurz ran für einen kleinen Dash. Ich schätze mal, das ist das, was er auch will hier. Oder wo will er hin? Wedemark. Er will Wedemark. Letzter Führer. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. So, jetzt sagt er wieder schnellere Route. Wenn ich die bestätige, die schnellere Route, dann geht er runter auf Range und nimmt die Ladestation raus. Und so kann man mit dem Teil hier echt spielen. Jetzt ist die Ladestation wieder weg. Er sagt, ich wäre mit 7% State of Charge zu Hause. Was mir egal wäre, kann ihn ja zu Hause aufladen. Aber ich habe keine Lust, hier mit 100 zu fahren. Das ist die Frage. Fahre ich jetzt hier 100, 120 oder lasse ich die Kuh fliegen und muss dann aber einmal laden? Das kostet natürlich wiederum Zeit, dies einmal laden, wobei das bei dem Wagen ganz gut gelöst ist, weil er sehr schnell lädt. Und da den Sweet Spot zu finden, also ich fahre nicht zu schnell, ich verbrauche nicht zu viel und ich muss nicht zu viel nachladen, das ist ja das Thema vom eCannonball. Falls ihr den kennt, die Elektroauto-Verbrauchsvergleichsfahrt findet dieses Jahr auch wieder im letzten Septemberwochenende statt. Dort probieren wir das aus. Mit 60 Fahrzeugen wird ganz gewiss auch ein Porsche Taycan dabei sein. Ich denke, wir werden davon ausgehen können, dass sich jemand mit einem Porsche Taycan da auch bewerben wird. Und es werden alle anderen Elektroautos auch am Start sein, die so aktuell auf der Straße frei erhältlich sind und rumfahren. Und dann werden wir das ausprobieren, wer zuerst da ist. Und da geht es genau um dieses Thema, den Sweet Spot zu finden zwischen, zwischen schnellem Fahren und wenig Verbrauchen, schnellem Laden. Wie gesagt, fahre ich zu schnell, muss ich mehr nachladen. Das kostet Zeit, die ich beim Schnellfahren eventuell nicht aufhole. Fahre ich langsamer, verliere ich Zeit auf der Straße, die ich aber an der Ladesäule wieder gewinne. Dazwischen diese Balance zu finden, das ist das Thema vom eCannonball. So, für mich geht es jetzt erstmal weiter. Die Navi sagt, dass ich das nicht schaffen werde. Sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite sagt sie was von 7%. Auf der anderen Seite erzählt sie was von du schaffst es nicht. Ein Ladestopp hat sie auch nicht eingeplant. Ich fahre erstmal eine Weile bis Rüden und eventuell fahre ich in Rüden nochmal kurz raus. So, ich hoffe, ihr könnt mich noch sehen. Ich habe mal ein bisschen Beleuchtung angemacht hier hinter der Sonnenblende. Es ist nach 18 Uhr und ich bin jetzt bei Hannover ungefähr auf der Höhe. Der Taycan hat mir noch einen Ladestopp hier verordnet. Ich soll noch mal 22 Minuten in Wedemark laden.
dann bin ich anscheinend mit 32% zu Hause. Das ist mir relativ viel, finde ich. So ganz wird die Strecke wohl nicht reichen für bis nach Hause. Ich werde einen kurzen Dash noch mitnehmen, um nach Hause zu kommen. Aber ich glaube, 22 Minuten werde ich da nicht stehen. Wedemark ist auch nur eine 150 kW-Säule, kein Ionity Fast Charger. Also das heißt nur 150. Da war man ja schon glücklich, wenn man 150 kriegte. Aber der Wagen kann halt mehr. Und dann kann er seinen Vorteil natürlich nicht ausnutzen an der 150er Säule. Ja, was sich hier langsam verändert, ist das Cockpit. Schwierig, euch das jetzt zu zeigen. Es wird hier drin im Auto dunkel. Dementsprechend kommt die ambiente Beleuchtung hier zum Tragen. Die ist passend zum Auto grün. Kann man bestimmt auch verstellen. Aber die ist hier drin, ist gleich so grün, wie das Auto von draußen. Das ist echt lustig. Na gut. Also ich habe noch 20 Kilometer und an Hannover vorbei, dann nach Wedemark zur Ladestation und gucken uns die mal an. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich relativ wenig Informationen hier kriege. Ich weiß natürlich nicht, ob die Ladestation frei ist oder nicht. Das wird mir hier nicht angezeigt. Und was das nun genau für eine Ladestation ist, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Aber nun denn, wir werden hinfahren. Ich fahre hin und schaue es mir an. So, ich bin kurz vor meiner Ladestation und das ist jetzt doch ein bisschen ungewöhnlich, denn ich musste tatsächlich, ich würde mal sagen, 3-4 Kilometer von der Autobahn wegfahren in einen Ort hinein. Hier ist auch noch eine Schranke geschlossen, da mussten wir eben warten. Hier rechts ist ein fetter Famila-Markt, da ist es aber nicht. Und jetzt muss ich hier noch über die Schranke rüber und dann soll dahinter irgendwo eine Ladestation sein. Da bin ich mal sehr gespannt. Das ist natürlich sehr risikoreich, 88 Kilometer Restreichweite, ein bisschen habe ich noch. Und da soll ich jetzt an der Säule 20 Minuten kurz chargen. Bin gespannt. So, die Navigation von dem Porsche hier hat mich nach Wedemark gelotst. Ist ja ganz hübsch hier. Aber ich stehe an einer Säule der Deutschen Telekom. Da ist sie und die ist tot. Deutsche Telekom. Ich habe schon bei der Hotline angerufen. Man will sie resetten. Das ist natürlich richtig toll, dass man hierher genutzt wird. Das ist so das kenne ich von dem Auto, das ich fahre, nicht. Da stehst du jetzt hier an der Säule, schicke Telekom-Säule, 150 Karfunkel soll sie machen. Feierabend, Deutsche Telekom, hurra. Ja, so, was jetzt? Plan B. Zum Glück habe ich noch 80 Kilometer Restreichweite. Muss man mal gucken. Also hier ist zwar Saft drauf auf dem Zähler. Aber auf der Säule nicht. Er sagt 5 Minuten warten. Das tue ich mal und in der Zeit gucke ich mal, wo ich dann hinfahre. So, die Empfehlung war nichts. Habe ich mich jetzt wieder auf die Bahn gemacht, bin unterwegs und tatsächlich, er will dahin, wo ich auch hin wollte, Ionity Lüneburger Heide. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich jetzt eben abfahren sollte und warum wir nicht gleich geplant zu diesem Ionity Charger Lüneburger Heide fahren sollen. Den erreiche ich noch. Da muss ich nur 2 Minuten laden, sagt er mir, und dann komme ich mit 8% nach Hause. Ich weiß, es gibt Freaks unter euch, die würden sagen, die 2 Minuten schenke ich mir und fahre nach Hause und fahre den zu Hause runter. Aber ich nehme noch ein bisschen Strom mit in der Lüneburger Heide und fahre dann nach Hause, weil ich morgen noch ein bisschen Strom brauche und ein bisschen auf der sicheren Seite sein will. Jo, auf geht's. Ionity Lüneburger Heide. Mein Testwagen hatte fast alles, was man in der Porsche-Liste so ankreuzen kann und hatte eine Preisempfehlung unverbindlich vom Hersteller von über 218.000 Euro. Und natürlich war auch der Nachtsichtassistent an Bord eine richtig gute Sache. Man fühlt sich nachts doch ein Stückchen sicherer. Auf der Autobahn vielleicht nicht ganz so wichtig, aber auf einer Landstraße sehr interessant. Den Ionity Charger Lüneburger Heide Ost habe ich ganz problemlos mit dem Akku erreichen können. Ich schätze, dass der Porsche Assistent, der mich nach Wedemark geführt hat, ein bisschen mehr auf Sicherheit steht und den Akku nicht ganz so weit zur Ladesäule runterfahren wollte. Aber wenn man sich mit dem Auto ein bisschen auskennt, ist das gar kein Problem. Ich lade jetzt etwas mehr, als ich eigentlich müsste. Das liegt daran, weil meine beiden Söhne zu Hause noch warten und ich sicherlich mit denen noch eine Runde um Block fahren muss. Insofern brauche ich etwas mehr Strom, als ich eigentlich direkt bis nach Hause haben müsste. Und morgen wird gedreht mit dem Porsche Taycan in aller Ausführlichkeit.
mein Fazit von dem Roadtrip. Ich muss noch ein paar Dinge ausprobieren. Wenn man den Wagen genau ausreizen will, muss man schon genau wissen, was man hier tut. Wenn man die Geschwindigkeit ausreizen will und auch die Ladegeschwindigkeit, dann muss man sich das vorher doch sehr genau zurechtplanen. Dann hat das Auto natürlich einen unschlagbaren Geschwindigkeitsvorteil. Und fahrdynamisch spielt es sowieso in einer völlig anderen Liga. Aber dazu später mehr. Morgen wird gedreht mit dem Auto. Freut euch auf das Video zum Porsche Taycan. So, zu Hause angekommen um 20.25 Uhr. Losgefahren bin ich um 12.22 Uhr. Also rund 8 Stunden. Hier steht reine Fahrzeit 708, 644 Kilometer, Verbrauch und Geschwindigkeit. Wie gesagt, 12.22 Uhr bin ich tatsächlich losgefahren. Und im nächsten Video seht ihr dann einen ausführlichen Test des Porsche Taycan Turbo S, natürlich mit Beschleunigung von 0 auf 100. Mit dem Taycan versuche ich dann an verschiedenen Ladestationen von Allego und Ionity zu laden, mit teilweise katastrophalen Ergebnissen. Und zum Abschluss zeige ich euch auch noch den Taycan bei Nacht. Das alles in den nächsten Videos, also bleibt dran bei 163 Grad.